Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 und der Legacy Challenge. Und ja, hier haben wir auch aufgehört. Aaron hat irgendwie Mittagspause gehabt und wir wollten den Touristen beleidigen. Okay, das machen wir jetzt nämlich gleich mal, bevor wir verdorbene Seeren mischen. Ach, geh mal, da läuft auch Kimotokashi, glaube ich. Das war die. Grobfrische, freundlich, vorstellen. Okay, da gehst du dich dann mal freundlich vorstellen. Na, mal sehen. Jetzt muss er erstmal aufessen. Ach nee, er ist gar nicht auf. Sonst schnappt er, nimmt das mit. Na gut, dann geht das ein bisschen schneller. Ach ne, dann lassen wir den mit dem verdoppelten Serum sein. Und kicken mal. Was der hier am Computer schreiben kann. Können wir eigentlich schon das einklicken, oder? Vampirgeheimnis ist. Oder geht das unterschreiben? Nee, geht das nicht. Brauchen wir einen Haushalt weiter. Internetforschung. Nee, ich glaube das. Karriere. Wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Nee. Nee, warte mal, jetzt habe ich mir unterbrochen. Ach, hier vorne ist er. Jetzt müssen wir erstmal unsere Touristen wieder suchen. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Da ist er jetzt mächtig unterbrochen worden. Oh, jetzt muss er noch pinkeln. Los, da sitzen doch ein paar. Dann, hier sitzt sein Sohn. Fabio sitzt hier auch und Enrico Schäfer. Okay, dann stellst du dich mal freundlich vor. Dann machen wir das so. Ja, die ändern sich auch ja nicht mehr. So, also müssen wir das irgendwie mit der Abhandlung hinterher machen. Normalerweise kann man den Sims ja hintereinander Aufgaben geben. Ja, siehst du, der hat so was zu essen gehabt. Okay, du hast dich ihm vorgestellt und jetzt wirst du ihn bald beleidigen unter gemein und weggehen. Fabio verbotene Wörter ins Ohr brüllen. Beleidigen. Ich hoffe, dass es denn so klappt, dass ihr dann als Tourist. Es hat geklappt, okay. Dann können wir uns jetzt zurückziehen wieder. Einen Kollegen unter Gedankenkontrolle putzen lassen. Also eigentlich müsst ihr noch aufs Klo. Und das suchen wir hier gleich mal. Obwohl hier ist auch ein Klo unten, ne? Das können wir doch hier. Ist doch viel besser, dann machen wir das hier. Wieso reparieren? Oh, ist das auch noch kaputt? Okay, verwenden. Ah, das ist einer, ja, Freundchen. Du musst dann gehen. Karrierewissenschaftliche Abhandlung.
Und wenn das erledigt ist, dann. Wo ist denn das mit der Gedankenkontrolle, mit Gartenbeauftragten? Kollegen-Gedankenkontrolle? Reinigen? Mit Tee plaudern? Das lassen wir weg. Ja, mit dem Klo, das ist schon dringend, ne? So, Tier lassen wir weg und dann gehen wir mal ganz der Arbeit nach. Was ist denn das? Gar nichts. Irgendwas, ach, das, was wir nicht anklicken können. Er kann nicht schneller, er muss einfach tierisch aufs Klo. Jeder normale Mensch wird sich ein bisschen beeilen. Er läuft langsam mit kleinen Schritten. Na gut. Okay, dann wollen wir kicken. So, und jetzt muss ich also einen Computer machen. So, jetzt hat es gestärkt und ausgepinkelt und jetzt kann es losgehen. Jetzt auf Mittag um 16:08 Uhr schon. Total Nachmittag. Ja, braucht ewig. Ah, kick mal, der steht auf. Extra für uns. Du brauchst gar nicht weglaufen. Denn dich, nö, dann machen wir den nicht in Froststrahl. Dann lassen wir erstmal ihn. Guck mal, solange der hier stehen bleibt. Jetzt hauen die alle ab. Nächstes ist ja noch hier. Dann haben die Glück. Na, kick mal hier, nimmst du die jetzt? Gedankenkontrolle und säubern. Paris ist es dran. Die steht hier. Ist egal, hat trotzdem geklappt. Paris nach jedem Tag fragen. Können wir das trotzdem? Bestimmt. Sie umtesten andere Sims und so weiter. Kennenlernen kann ich sie. Nach Tag fragen. Ist sie schon so weit weggelaufen? Und dann hat ja eine gute, nee, eine schlechte Nachricht vorhin. Hier ist Paris. Wo finde ich denn Matja? Die finde ich überhaupt nicht. Das ist ja blöd. Doch, da vorne. Hier ist sie. So. Schlechte Nachricht verkünden. Machen wir doch glatt los. Also Unfug. Falsche, schlechte Nachricht verkünden und. Was macht er denn hier? Hier ist Paris. Ich wollte sie noch nach dem Dach fragen. Jetzt rennt die einfach weg.
Okay, er freut sich tierisch, hat es geklappt. Und jetzt noch die andere. Gut, klappt auch. Und er hat guten Job gehabt. 1404 Simles verdient. Ja. Kann man sehen, wie man will. So, inzwischen ist er zu Hause angekommen. Ich habe hier eine Beförderung von Maria. Oh, das ist ja auch richtig cool. Aber ich bin auch noch auf Aaron und er hat immer seine Sachen an. Outfit ändern. Ach ne, weiß nicht, ist auch völlig egal. Aber irgendwie war denn der nicht zu Hause, der Gärtner? Ne, mach mal Garten pflegen. Denn irgendwie gehört alles dazu. Oh Mann, okay, also. Maria geht's richtig schlecht. Aber wir können schon mal uns suchen. Okay. Was hast du denn? Hunger. Okay, der ist bestimmt Ludwig, steht schon wieder vor der Tür. Das passiert sehr oft. Na los, mach mal auf. Reinkicken und ein Gericht nehmen. Ist auf den Kühlschrank vorbei, ist auch ein Ding. Die hat auch Hunger. Los, ein Gericht nehmen und. Nein, grillen. Jetzt lässt du das stehen. Das brennt doch nur. Wirst du im Brunnen fortsetzen? Dann ist es schon mal erledigt und brennt das nicht ab. Und hier? Tia muss auf Klo, aber sie hat nicht gegessen. Okay, dann machst du danach. Also irgendwie. Stellen die Sims sich komisch an. Sam? Sam hat auch Hunger. Sie hat Bohnen fortgesetzt. Okay, dann nimmst du dir hiervon. Oh, er kriegt ein Kästchen. Na okay, also mit unserem Nachwuchs. Was ist denn jetzt mit dir? Okay. Alle essen was mit Bohnen. Er ist müde. Bei Maria müssen wir ständig kicken. Ach, hier hat der Papa Gemälde nicht fertig gemalt. Dann machst du nochmal Tier. Okay, jetzt kannst du auf Toilette gehen. Gut. Da müssen wir jetzt nicht bei sein, irgendwie. Mich ärgert das richtig, dass jetzt hier irgendwie
nur technisch machen können. Aber sonst nicht. Techtelmechtel und so weiter. Aber eben nicht sonst. Schrankungen, Schmusen. Okay, also zu einer Hochzeit gehört auch ein Heiratsantrag. So, den wollen wir noch sehen. Und dann bereiten wir die Hochzeit vor, die Kinder heiraten und die Kinder werden adoptiert. So. Wunderschön. Okay, die Jungen Glück mal und nicht kaputt machen. Okay, hier noch ein bisschen und jetzt hier. Nee, nicht im Schrank rum. Okay, ich habe irgendwas anderes machen wollen, aber na gut. Der liegt schon im Bett. Oder wie? Na klar. Also Spaß können wir noch ein bisschen machen, ja, ganz schnell. Sport was. Okay, die schlafen jetzt, also. Gut, Aaron schläft auch. Nur Maria nicht. Okay, du hörst mich auf und dann gehst du auch schlafen. So. Und dann würde ich mal sagen, also der Heiratsantrag ist gemacht. Na, steht dann nicht mehr im Wege, wa? Gut, tschüss.